Willkommen zurück. Wir sind in der Forschungszentralen Labor, im zentralen Forschungslabor, auf der Suche nach der Wahrheit über diese komischen Shit. Onis, Rüstungen, Japaner und sonst was. Alright, this is it. Oh, das sieht hier so nach Kampfarena aus. Wir schauen uns nochmal hier gut um. So, wir wechseln gleich mal weg von dem Ganzen hier. Laden unsere Sachen nach. So. Okay, was haben wir denn hier? Ist das eine Falle? Oder ist das unser Funkgerät? Das ist unser Funkgerät. Magnetische... Natürlich, es sind magnetische Störungen. Und ein Katze. These figures, warriors, they're in Himiko's tomb. They protected her. And is this you? Were you some kind of general? You committed seppuku. Why? Oh, it's beautiful. Oh yeah. It's still sharp. Vor 47 ist es auf ihrer Uhr. I have failed, my queen. The ritual was corrupted. The priestess knew only death could save her and took her own life. Now the first and last queen lives a half life, a soul in a decaying body. Her rage became the storms and would not stop while her soul is tied to this earth. My storm guard are sworn to protect her. They must continue. But I cannot. The soul is trapped in a decaying body. That's what's causing the storms. Natürlich. To stop the storms, we need to destroy the body in the ritual chamber. How the hell am I going to convince the others? Das werden wir auf jeden Fall machen. Warum habe ich das Gefühl, dass etwas... She's in the old tomb. Shit! I've got to get out of here. So, Moment. Bevor wir hier Panik kriegen und... Ach, das war einfach der letzte... Keks. Das sieht so aus, als ob wir da raus müssten. Aber ich... Wir brauchen noch eine Sache auf jeden Fall. Und zwar das letzte Sonnenamulett. Fuck. So, wir gehen in Deckung. Wow. 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 Vorsichtig, vorsichtig.
shit! Wow. Alter, lass es doch mal! Shit! Na komm schon! Warum machst du das denn nicht? Ey, du verdammtes Miststück! Ah! Super! Es ist scheiße, wenn man keine Flammen sieht, die einen umbringen. Oh, dieser letzte Mistkerl, der hat mir alles kaputt gemacht. Ich sehe immer irgendwie... Ich bemerke die Flammen gar nicht, die mich immer treffen. Schluss mit dem Spaß. Ah, es ist immer noch ärgerlich, dass ich das nicht geschafft habe. Aber jetzt habe ich mit allen Waffen alle getötet. Glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Durch die Harmonisierung oder sowas hieß das, glaube ich. Ja, genau. Da ist jetzt nicht mehr viel geblieben. So, wir bleiben jetzt mal erst bei der Knarre. Wie komme ich da jetzt hin? Mal kurz umsehen. Okay, da. Geht's da rein? Cool. Ich hätte hier durchlaufen können. Habe ich nicht gemacht. Naja. War eigentlich auch gar nicht nötig. Wie gesagt, ich hätte es eigentlich schon beim ersten Mal geschafft. Hätte ich dann nicht irgendwie... Ich glaube, vielleicht lag es in der Fackel. Ich weiß es nicht. Es hat es auf jeden Fall nicht leichter, sondern immer nur schwerer gemacht, mit der Fackel hier rumzuhantieren. Ist tatsächlich nichts mehr. Oh Mann, ich will nicht nochmal in den Bunker. Und ich glaube, wir müssen dann in den Bunker. Wenn wir jetzt hier kein nichts gefunden haben. Aber was soll's. Wow! La 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 la, wir haben es doch geschafft. So, komm. Komm schon. Wo sind wir denn? Wir sind immer noch in der Basis und wir gehen aber jetzt wieder, leider wieder raus. Mist, wir müssen da nochmal rein. Aber wir haben es überlebt. Es sei denn, wir finden hier draußen nochmal irgendwo das Ding. Aber ich bezweifle gerade daran. Wir haben es überlebt. Unsere Kleidung ist noch mehr verschlissener, zerschlissener. Warum trägt sie überhaupt noch dieses komische bläuliche Top? Und warum trägt sie überhaupt noch lange Hosen? Sie könnte doch auch Shorts tragen.
mittlerweile schon. Und das wird sie wahrscheinlich gegen Ende vom Spiel auch machen. Sie reißt... Shit. Oh no, what's happening? We're under attack. We need help. Damn it. No. Das war sowas von klar. Und wir sind wieder zurück. Und wir müssen uns beeilen. So, schnell. Schnell, schnell, schnell. Komm rüber. Ruhe. Ja, ja, Feuer, Feuer. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich schnell zurückbringen muss. Ich hoffe, das Boot brennt nicht. Aber wir kommen hier sowieso erstmal nicht weg, wenn wir uns nicht darum gekümmert haben. Mit einem Sprung direkt ans Seil und wir müssen schneller. Wir müssen beeilen. Schnell, schnell, schnell. Wow. Weil wir kommen. Sie haben Angst vor Lara Croft. Alles klar, Reyes. Reyes, you're hurt. Just a flesh wound. Here. Thanks. Thanks. Seriously, I thought that was it for me. There's no sign of him. Gott sei Dank, du lebst. What happened? During the attack, Whitman took Sam and they disappeared. Ach, was? He's taken her back to Matthias. We should have listened. Fuck. I should have listened. So what's the next move? The boat's fixed now. We should get help. I bet they thought that too. Look, you were right about Whitman, You've but... You've seen the storms. They target any craft that comes near. There were scientists here during World War II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery. Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Just like the pilots. Just like Roth. And Alex. Look. Whatever's happening here, Lara deserves a shot. We can't go back to their stronghold. It'd be suicide. They won't take her there. They'll take her to the ritual chamber. We can use this inlet to get closer. Look, I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. I'm not asking you to believe, Reyes. I'm asking you to trust. Komm schon! Sehr gut! Let's get this thing in the water. Aber ich will noch nicht los. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich muss ein paar Minen kaputt machen und noch so ein Ding finden. Bitte? Ja. Ja, machen wir. Sehr schön. Wir haben nochmal die Gelegenheit, uns auszuruhen, uns zu sammeln. Aber nicht nur uns, sondern auch die Sachen. So. Kampfschrotflinte. Waffe modifizieren. Pumpgun zur Kampfschrotflinte. Yes. Gemeistert. Damit haben wir alle Sachen hochgepusht. Jetzt heißt es nur noch, sie zu verbessern. Schrotflinten-Upgrade. Schauen wir uns die mal an. Wie sieht die jetzt aus? Es ist alles ein großes Stück nur aus Tape und Waffenteilen. So sieht das gerade ein bisschen aus. Wir haben modifizierter Verschluss. Verbessert die Mechanik. Da sehen wir es.
Mechanik erhöht die Leistung und den Schaden. Holen wir uns, kostet nicht so viel. Und als letztes noch das Trommelmagazin. 12 Patronen. Fertig. Und jetzt kommen eigentlich die teuren Sachen vom Bogen. Unsere erste Waffe, die wir als letztes verbessern. Explosivpfeile. Diese Pfeile sind mit Granatensplittern versehen, die beim Einschlag explodieren. Oder durchdringende Pfeile, aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerungen, können so mehrere Ziele treffen. Ich hole mir die durchdringenden zuerst. Finde ich cooler. Und wir sammeln noch, hoffentlich kriegen wir noch das Material zusammen, um auch das letzte hier noch rauszuholen. Fähigkeitspunkte, da weiß ich nicht, ob wir die noch kriegen. So. Und wir begeben uns zum Strand und wir suchen jetzt noch nach den letzten Teilen. Und ganz ehrlich, ich will da unbedingt ran. In diesen Spaß. Und ich verstehe auch nicht, was es mit dem Boot dabei auf sich hat. Ach, verdammt, ich muss das... Hä? Ist doch fast... Ach, jetzt kann sie aufs Boot hochklettern. Sonst hat sie voll die Probleme gehabt. Jetzt geht's. Nee, das geht so nicht. Können wir das nicht durchtrennen? Yes, so gefällt mir das schon mehr. Jetzt steigt mal aufs Boot. Und dann hoffentlich... Geht das? Nein, geht nicht. Das ist ein bisschen blöd. Warum? Da muss ich das so ziehen wahrscheinlich. Das geht auf jeden Fall und dann können wir da hochklettern. Komm schon. Zieh das Boot, zieh das Boot, zieh das Boot hierher. Zieh das Boot, zieh das Boot, zieh das Boot, zieh das Boot hierher. Das ist voller Wasser gelaufen. Aber zieh es, zieh es, zieh es, zieh es. Wir brauchen es als Stütze, um da mitzuklettern. Ich würde es ja auch selber schieben, aber das geht immer ganz schlecht. Reicht das schon? Ja, es reicht. Sehr gut. So, dann werde ich zwangsweise, weil uns fehlt... Was fehlt uns hier nochmal? 3 Minen. Die suchen wir jetzt. Für alle, die das nicht so interessiert, die können jetzt gerne wegschalten und sich auf die nächste Folge freuen. Da hoffe ich dann, dass ich... die letzten Sammelgegenstände finde. Ich hoffe, ja, dass ich sie jetzt hier schon finde. So, ich sehe hier nichts. Da habe ich eine gesehen. Wo war sie? So. Na? Nicht? Okay. Vielleicht noch zu weit weg. Wir nähern uns da mal ran. Da ist nichts. Da, wie gesagt, sehen wir die Mine. Die werden wir uns auch jetzt holen. Wo ist sie denn? Mine? Hä? Sie ist verschwunden? Nee, sie hat sich doch nur versteckt. Und da ist noch eine. So, und wo ist die andere? Da ist die andere. Willst du mich verarschen? Warum geht die da nicht kaputt? Naja, vielleicht müssen wir doch dann noch hochklettern und sowas. Und bevor wir dann aufs Boot steigen, müssen wir noch die letzte von diesen Sonnenamuletten finden. Da haben wir leider eins übersehen. Das kann leider relativ schnell passieren. So, und ich hoffe, dass wir hier den Rest noch finden.
eine ist noch da. Da haben wir echt nicht gründlich auf hingeguckt, glaube ich. Als wir hier gearbeitet haben. Und jetzt muss ich leider, wie gesagt, nochmal aufs Schiff, um sicher zu gehen, dass rings ums Schiff auch keine Minen sind. Deswegen sorry. Aber was sein muss, muss sein. Hier sehen wir nichts. Da sehen wir nichts. Nee, nee. Nee. Hier hoch. Treppe rauf. Und als nächstes schauen wir nochmal beim Bug gleich. Nach, ob wir hier was finden. Beim Bug sage ich schon. Am Heck. Nein, das ist das, der Bug. Tatsächlich ist das der Bug. Wenn wir hier nichts finden, dann ja, müssen wir... Gucke ich mal, wo wir es finden. Können wir eigentlich hier lang balancieren? Ja, können wir. Können wir auch hier lang? Tatsächlich können wir das sogar. Voll creepy. Assassin's Creed Style. Aber Lara fällt hier nicht runter. Da müssten wir schon viel Mist bauen. Glaube ich. Dass sie das tun würde. Ich weiß absolut nicht, was uns das bringt, hier rumzustehen. Jetzt wäre natürlich cool, so einen Klippensprung zu machen, aber das geht wohl nicht. Ach, wir können hier auch gar nicht schießen, aber wir sehen die Galionsfigur. Sieht nett aus. So, ne, wir sehen hier leider keine Mine mehr. Keine Mine mehr zum bösen Spiel. Was wir brauchen, das ist nicht viel. Wir brauchen noch eine Mine, die müssen wir finden. Dann können wir für immer von dieser Insel verschwinden. Hey, ha, ho. So. Das war ein komischer Sprung. Aber okay. So, ich laufe mal kurz nochmal am Strand hier entlang. Und dann beende ich die Folge, falls die Mine hier nochmal irgendwo unten zu sehen ist. Nehme ich sie gerne noch mit. Ist leider halt nicht so einfach. Vor allem nicht in diesem ganzen Gerümpel. Oh. Da würden wir ja wahrscheinlich drauf gehen, wenn wir da jetzt zu weit reinlaufen. Na gut, meine lieben Freunde. Ich setze mich da erstmal hin an den Tisch und ruhe mich aus. Dann schaue ich nochmal nach, wo ich diese Sachen finde. Und ja, dann starte ich die Aufnahme, mache einen kurzen Cut, aber ich werde euch das schon sagen beim nächsten Mal, wenn es dann heißt, die restlichen zwei Sachen zu finden, damit wir hier auch wirklich 100% mitnehmen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye und viel Spaß noch!